Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vorschlag der Piraten, Schadstoffbelastung zu reduzieren, indem man an Tagen mit besonderer Schadstoffbelastung im öffentlichen Personennahverkehr einen Nulltarif einführt, ist unserer Ansicht nach nicht zielführend. Er ist gut gemeint, aber er ist kein Antrag, der das Problem wirklich löst, sondern der mit einer Vielzahl anderer Probleme verbunden ist. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, wenn Ihr Vorschlag wirken soll, und Sie haben ja genannt die Zahlen, dass in anderen Städten wir Zahlen von 20-30% Fahrgaststeigerung haben. Ich glaube, der Kollege Kreins hat das schon erwähnt. Dann bedeutet das natürlich, dass auch der Einsatz von Fahrzeugen, von Zügen bei der BVG und bei der S-Bahn erhöht werden muss. Das sind zusätzliche Investitionsausgaben. Und insofern ist das auch ein Thema. Wenn ich das zusätzlich mache, dann mache ich das nicht an 30 oder 40 Tagen, wo ich diesen erhöhten Einsatz habe, sondern unser Ziel muss sein, diese 20-30% Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr nachhaltig zu erreichen, und zwar über das ganze Jahr und nicht nur an 40 oder 48 Tagen innerhalb eines Jahres. Und ich will auch noch einen anderen Aspekt ansprechen. Ich finde diesen Vorschlag auch höchst ungerecht. Da gibt es die Mehrheit der Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs, die eine Zeitkarte haben, sei es eine Wochenkarte, sei es eine Monatskarte, sei es die Jahreskarte, die für die Leistung des öffentlichen Personennahverkehrs zahlen. Und die Autofahrer, die das ganze Jahr über mit dem Auto fahren und denen ich dann an 40 oder 48 Tagen im Jahr anbiete, ihr könnt den ÖPNV kostenlos nutzen, die subventioniere ich als Zeitkarteninhaber dann darüber. Ich sage, das ist kein sinnvoller Vorschlag, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten. Aus meiner Sicht muss man das Thema grundsätzlicher angehen. Es geht, und das haben Sie jetzt richtig angesprochen, es geht darum, dass wir einen klaren Vorgang für den öffentlichen Personennahverkehr in dieser Stadt endlich durchsetzen. Das heißt natürlich auch Restriktionen für den Autoverkehr. Durch Verringerung des Straßenraums, durch Ausbau von Busspuren, über Vorrangschaltung, über Ausbau des Fahrradnetzes, über verstärkte Parkraumbewirtschaft. All diese Maßnahmen zur Reduktion des Autoverkehrs müssen ergriffen werden, bis hin zum Ausbau der Straßenbahn. Und das verlangt Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. Und das, glaube ich, ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. Und Investitionen heißt auch Investitionen in die Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs, damit sie schadstoffarmer sind, bis hin zur Stärkung der Elektromobilität. Da sage ich, Straßenbahn ist eine Form der Elektromobilität, die gestärkt werden muss. Und dazu müssen investive Anstrengungen unternommen werden in diesem Land. Und das ist ein Weg zur Reduzierung der Schadstoffbelastung. Und ich bin gerne bereit, das wird bei uns ja auch in der Partei diskutiert, über einen fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr zu diskutieren. Aber dann muss man das anders machen. Und da muss man diskutieren über die Frage der Erhebung eines Nahverkehrsbeitrags, wo vor allen Dingen auch die Autofahrer in dieser Stadt dafür zahlen müssen und dann das Angebot bekommen, nachdem sie gezahlt haben, dann wie alle anderen auch den öffentlichen Personennahverkehr fahrscheinlos zu nutzen. Das ist eine Debatte, die würde sich lohnen, aber die können wir nicht auf diese Art und Weise führen, indem wir reden, wie man die Schadstoffbelastung reduziert. Darüber müssen wir andere Wege gehen. Und der Vorrang des öffentlichen Personennahverkehrs muss das ganze Jahr über durchgesetzt werden, nicht an 48 Tagen. Es kann da kein Stop and Go gehen, weil das ist ein System, das nachhaltig funktionieren muss und nicht nur an einigen wenigen Tagen.